Tommy Vercetti? Shit. Didn't they ever let him out? He kept his head down, helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24-karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Ken Rosenberg here. Hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers and they are very keen to start a business relationship. So if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers, okay? One operates the business and the other one does the flying. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight, let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! Ah! I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Ja, und damit herzlich willkommen hier zu GTA Vice City. Wurde sich ja in den Kommentaren gewünscht und da gehen schon mal Grüße an den guten Benny raus von, ich glaube von German Killers. Der hat nämlich danach gefragt und ich sag schon mal, sorry, dass es doch ein bisschen länger gedauert hat, aber Charlie. Bei Watch Dogs habe ich mich doch ein bisschen von der Aufnahmezeit vertan oder sie falsch eingeschätzt. Aber gut, hier sind wir. Und, oh Gott, erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ah ja, Vice City und, achso, ich könnte ja auch mal mit dem Auto fahren, ne? Vice City muss ich sagen, auch wenn es halt alt ist, warte, da muss ich gleich mal was umstellen. Und zwar, ich weiß, es ist mit Mucke im Auto wesentlich geiler, aber wie gesagt, ich habe keine Lust, dass ich wieder irgendein Video, das hatte ich bei Watch Dogs schon mal gehabt, dass es, auf einmal weltweit gesperrt ist, was dem Urheber sein Recht auch ist. Aber das muss ja nicht sein, deswegen mache ich es wie bei GTA 3.
Mucke bleibt leider im Auto aus. Dafür musste ich dann halt mehr quatschen. Ich hoffe, ihr könnt das aushalten. Ja, und Vice City für mich, kann ich jetzt schon mal sagen, ich habe es schon durchgespielt. Aber ich finde es halt eins mit der besten. Nicht das Beste, das wird auf jeden Fall auch noch kommen, zumindest meiner Meinung nach. Und ja, es ist halt wieder. Es ist halt wie ein PlayStation 2 Spiel, aber ich als kleiner Nostalgiker liebe halt solche Sachen. Und wenn ihr auch mal, wie gesagt, das wurde sich ja auch gewünscht. Und gut, ich hatte es zwar auch auf meiner To-Do-Liste, sage ich mal, aber wenn ihr selber mal noch irgendwelche anderen Spiele habt oder so aus der Zeit, solange es keine reinen Ego-Shooter sind, das sind halt nicht überhaupt nicht meine Spiele. Aber ansonsten könnt ihr mir das auch gerne mal schreiben. Da bin ich doch noch offen für Neues. Und mit Sicherheit kenne ich auch vieles nicht. Also, wie gesagt, wenn ihr sowas mal sehen wollt, auch gerade aus der Zeit, immer her damit. Geht durch die Eingangstür. Na, machen wir doch. In unser hübsches Hotelchen, wo war das? Ich glaube, da sind wir sogar wirklich das ganze Spiel über, ne? Ja. Ja, und machen wir einfach mal Spiel speichern. Und hier sieht man schon. Ich werde mal Spaß, ist aber hier unten. Ja, machen wir. Ja, und Vice City, ich denke mal, es wird ungefähr so laufen wie bei GTA 3, dass wir, oder dass ich am Anfang relativ gut durchkomme. Oder vielleicht auch sehr schnell durchkomme. Aber ich weiß, dass so, dass es so 2, 3, 4 Missionen gibt, die ich bestimmt schneiden muss oder verschnellern muss. Weil die einfach echt schon kotzen sind, aber so ist nun mal GTA. Tommy! Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Fängt ja schon mal super an. Ah Gott. Aber was ich jetzt gerade gesehen habe. Jetzt kam keine Cutscene, glaube ich. Was ich gerade gesehen habe, ist ein bisschen schade, dass die Untertitel unterm Bildschirm, also unterm eigentlichen Bildschirm sind. Ist halt deshalb ein bisschen kacke, weil bei GTA 3 konnte ich das halt sehr gut so strecken, dass es komplett Vollbild ist. Naja, okay, obwohl sich jetzt das Bild hier auch schon wieder größer aussieht. Na, vielleicht kriege ich es doch vernünftig hin. Dass zumindest im Gameplay das doch Fullscreen ist. Und nicht so abgeschnitten. Denn so wie ich aufnehme, ist es halt. Und das ist keine Remastered-Version oder so. Da wäre es wahrscheinlich anders. Oder eventuell anders. Das weiß ich nicht genau. Hab's halt nicht. Denn ich sag mal so, ich brauche jetzt keine übermäßig bessere Grafik oder so. Das Spiel ist geil genug, so wie es ist. Das möchte ich auch gern so lassen. Also es ist halt original PS2. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do?
shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Who does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with him? I like this shirt. Würde ich nämlich auch sagen, unsere Klamotte ist doch super, was der hat. Ja. Kriege ich jetzt schon Ärger? Ich hoffe nicht. Nein. Und, oh. Es geht schon wieder los. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Wow. Aber das Schöne ist an den alten Spielen, finde ich halt, man kommt übelst leicht und übelst schnell auch in die Steuerung wieder rein. Bin aber bloß gespannt, wie ich mich dann wieder anstelle, wenn es dann mal an die schnelleren Karren geht. Und wenn es an die nervigen Missionen geht. Noch ist ja alles ein bisschen easy peasy. Wir werden ja halt hier gleich einen netten Oppi besuchen, ne? Ja. Nice bike. Hä? Soll ich jetzt mit dem Ding dahin gondeln oder was? Das ist mir beim ersten Mal spielen schon irgendwie aufgefallen, dass das nicht so wirklich Sinn macht. Oder? Warum auch immer der jetzt mit seinem Bike da kommen musste. Und ich hoffe. Halt. Na, ey! Oh! Na, neben dich. Haben noch genug Zeit. Wow! Gut, da wäre das nächste gewesen. Eine nächste schnelle Karre zu haben, aber. Noch braucht was nicht und ich vergaß. Die Karren in dem Spiel. Gerade wenn sie relativ im Arsch sind. Lassen sich doch dann teilweise echt scheiße steuern. Aber gut, was soll ich hier meckern? Auf geht's zu unserer ersten richtigen Mission, würde ich mal sagen. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star. Candy sucks. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blocked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Yeah, can I tell you? Do you know how they play ping pong? In silence, let me tell you.
It does not involve a battle, if you know. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. The throes of passion with the Nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's as ever a triumph. I can only apologize. Well, then another amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Coke. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. Sie ist zwar nett, aber irgendwie... nee, ich weiß nicht. Und dieser komische Leadsänger, ich kann mich noch genau daran erinnern. Will you be working for my father? Er geht einem Maybe. So auf die Eier. Diese Maybe. Muschi. Ah, das ist, der ist... So ah. Und seine ganze komische Band, das ist einfach... Ah. Wow. Lalala, ab zum Stripclub, den wir uns... Ich weiß gar nicht, könnten wir uns auch den unter den Nagel reißen? Man kann ja auch hier viel Geschäfte kaufen. Muss ich hier... See you around, handsome. Mhm. I'm sure you will. Mhm. Ja, yeah, ersten 100 Dollar, juhu. Naja, ist aber... Oh, ist noch nicht... lohnenswert, sag ich mal, zu speichern. Denn ich vertraue einfach mal darauf, dass ich... Bah, Arsch. Dass ich die Mission doch einigermaßen hinkriege. Sobald wir Knarren kriegen, sage ich jetzt schon mal, ich gehe nach jeder Mission speichern. Ansonsten kriege ich hier einen Harry, wenn ich dann mehrere Sachen nochmal machen muss. Das wäre echt ein bisschen scheiße. Oh, Karre. Karre. Nein, warte. Ja, auf zu hupen, Mann. Ich habe selber keine Zeit. So, war das hier? Das war doch hier, oder? Jo, grüß dich. Bin's mal wieder. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Ja, Glück, dass der Typ nicht Logan Paul heißt. Der hat sich wahrscheinlich das ganze Zeug alleine reingezogen. Ich glaube, in der heutigen Zeit darf man sich so kritisch auch äußern. So, lalala. Oh wei, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Karre. Das Schlimme ist, so schwammig sich die Scheiße hier auch fährt. Irgendwie liebe ich die Karren. Da fällt mir... Alter, da fällt mir gerade ein, da ich ja schon GTA 3 durchgezockt habe, kann das irgendwie sein, dass wir bei GTA 3 mehr Karrenauswahl hatten, als jetzt hier bei Vice City? Oder kommt mir das nur so vor? Ah, der Club. Mein Lieblingsclub. Denn da können wir auch noch kaufen, aber noch nicht. Ist das sowieso das Geile, wenn wir uns dann hier irgendwann die ganze Welt kaufen können. Mehr oder weniger. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what? I'm looking for some English guy. Kent
Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals at kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir schon immer so aggro waren. Ocean Drive, ist das nicht eigentlich unser Hotel? Oder ja, Entschuldigung. Warte, ich sehe da was. Das habe ich selber noch nie gemacht. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich zu blöd bin, das zu schaffen. Und das Ausreichen wahrscheinlich eher nicht, ne? Sauber! Läuft! Sollte ich vielleicht öfters mal machen? Gut, Karre raucht jetzt, aber das ist ja egal. Und ich muss wahrscheinlich auch wieder hier rüber, aber das ist auch egal. Wow. Alter! Ich weiß gar nicht, konnten wir in dem Teil eigentlich schwimmen? Nicht wundern, wenn ich öfters mal hier rumhüppe. Das liegt einfach daran, dass für mich bei den meisten Spielen Viereck, also eigentlich mal Rennen war. Und ja, halt die Klappe. Hä? Wo kann ich denn hier rein? Wie blöd ist das von der anderen Seite? Oder muss ich hier rein in die? Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Nein, ich spring. Na komm, ey. Das war, oh, ich wollte gerade sagen, das war bald ein bisschen zu leicht. Du hast jetzt ein Handy, okay. Stimmt. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Nein, jetzt ist schon. Jetzt ist schon. Ich weiß nicht, konnte ich da. Warte. Na toll. Konnte ich die? Okay, gut. Doch, das geht. Das geht. Weil ich und rumballern, das ist halt eh immer so eine Sache. Und ich weiß, in dem Teil hatte ich irgendwie übel meine Schwierigkeiten. Ja. Mach ich. Okay, wir hatten. Oh, sorry, aber ich habe da gerade einen Pain Spray gesehen. Haha. Oh. Das kostet mich ja wieder, ne? Okay, das ist ungeil, weil ich habe nicht wirklich Kohle. Ich habe 244, na juhu.
Naja, was soll's. Fahren wir erstmal dahin und dann chillen wir erstmal die Bullen ab. Ja, Mann, komm hier, mach keine Welle, Mann. Pisst euch. Ich hab nicht. Mann, die wollten mir an den Sack. Also bitte, komm mal runter hier. Ja, mach ich. Oh, ach so, ja. Ja, ja, ist. Ja, Alter. Aber wenn ich mich recht entsinne, dann hat er eigentlich Speichern. Du nervst, Mann. Hat Speichern eigentlich zugereicht, um die Sterne wieder loszukriegen. Geht's hier überhaupt lang? Oh. Na, guck mal einer an. Man kann ja auch mal Glück haben. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. I'll be watching you, Tommy. Ja. Wie gesagt, jetzt geht's mit Schusswaffen los, also wird die schwer. Also wird gespeichert. Ey. Bietet sich immer an, mehrere Speicherplätze zu nutzen, weil, ja. Bevor man dann wieder irgendwas nicht hat oder so. Und ich finde ja auch irgendwie nie diese Pain-Spray-Dinger. Oder ich finde auch nie irgendwie mal eine Ammunition, obwohl man den jetzt doch leicht sieht. Aber bei anderen Teilen war das immer so, dass. Oder bei Teil 3 war es so gewesen, dass ich das nie gefunden habe. Ich konnte es mir auch nie markieren oder so. Das ist relativ scheiße, aber hier geht's ja eigentlich noch. Wo ist die Karre? Ach, der hat sich verpisst mit der Karre. Na, super. Alles klar. Ciao, Junge. Oh, Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Ja, aber gleich mal wieder zu unserem guten Freund. Alter, verpisst euch. Oh, zieh. Alter, nee, warte mal, war das nicht hier drüber? Boah.